Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier dieses Video ist ein Auskopplungs- oder Zusatzvideo zu dem Video Installation des Torantriebes TPD500 von Chamberlain. Hier in diesem Video werde ich euch nochmal genau explizit erläutern, wie man so eine Funkfernbedienung an so einen Torantrieb anlernen kann. Um ein Bedienteil oder eine Fernbedienung anzumelden, geht ihr folgendermaßen vor. Ihr nehmt eine der Fernbedienungen, die im Lieferumfang enthalten sind. Noch ein kleiner Hinweis, es können maximal 180 Fernbedienungen oder Bedienteile insgesamt angelernt werden und begebt euch zu eurem Antrieb. Und nehmt euren Handsender. Betätigt die linke und rechte Taste des Handsenders gleichzeitig, bis die vordere LED am Handsender aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet. Nehmt nun die Steckbrücke für Radio und steckt sie auf den Kontakt Radio auf. Nur mit aufgesteckter Steckbrücke kann eine Fernbedienung angelernt werden. Betätigt nun einmal kurz die Taste P1, nun müsste die LED CH1 aufleuchten. Dieser Prozess muss nun in 10 Sekunden abgeschlossen werden. Nehmt eure Fernbedienung, sucht euch eine Taste aus, die ihr für das Öffnen und Schließen des Tores verwendet und betätigt diese Taste durchgehend. Das heißt, wir drücken diese Taste immer wieder in ca. 1 Sekunden Intervallen. Jedes Mal, wenn ihr die Taste gedrückt habt, schaut ihr auf das Tor, ob etwas passiert. Sollte sich das Tor irgendwann öffnen oder schließen, hört ihr sofort auf, diese Taste zu drücken. Jetzt habt ihr die Fernbedienung, die Codetabelle der Fernbedienung mit der Steuerung synchronisiert. Drückt nun eine andere Taste auf der Fernbedienung, um die Programmierung abzuschließen. Diesen Schritt könnt ihr natürlich nun auch bei einer zweiten, dritten oder vierten Fernbedienung wiederholen. Es gibt des Weiteren noch die Möglichkeit, eine kleine Wegstrecke zu programmieren. Das bedeutet, das Tor öffnet sich nur zu einem gewissen Teil, zum Beispiel um Fußgänger hindurchzulassen. Um diese Funktion zu programmieren, geht ihr folgendermaßen vor. Ihr steckt wieder eure Steckbrücke auf den Kontakt Radio auf, betätigt die Taste P2. Nun muss die LED CH2 leuchten. Hier geht ihr wie im vorhin genannten Schritt auch vor, nehmt eure Fernbedienung, betätigt die rechte und linke Taste, solange bis die vordere LED dauerhaft leuchtet, sucht euch eine Taste für die kleine Wegstrecke aus, betätigt diese wieder so lange, bis das Tor anfängt zu laufen. Hat sich das Tor in Bewegung gesetzt, betätigt ihr eine weitere andere Taste auf der Fernbedienung und habt somit eure Programmierung abgeschlossen. Um eure Fernbedienung wieder zu löschen, geht ihr folgendermaßen vor, hier steckt ihr auch wieder eure Steckbrücke auf den Kontakt Radio auf und haltet entweder die Taste P1 für die große Wegstrecke oder P2 für die kleine Wegstrecke so lange gedrückt, bis die dazugehörige aufleuchtende LED CH1 oder CH2 erlischt. Damit habt ihr alle Fernbedienungen auf dem Kanal P1 oder P2 komplett gelöscht. Einzelne Fernbedienungen können leider nicht gelöscht werden. Nach Beendigung der Programmierung der Handsender entfernt ihr bitte die Steckbrücke für Radio. Lasst diese Steckbrücke bitte entfernt, nur mit dieser Steckbrücke können neue Fernbedienungen angelernt werden. So, und damit komme ich dann auch schon zum Ende dieses Videos. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert einfach hier meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Noch ein kleiner Hinweis, zu dem Torantrieb Chamberlain habe ich eine Playlist erstellt. Dort findet ihr alle Videos zu diesem oder ähnlichen Produkten. Einfach dort draufklicken und ihr findet mehr Infos zu diesem System. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.